Ich habe recht einen starken Bezug zu Gacki. Und machen auch kein Geheimnis draus. Wer ist da der Gacki-Ma? Ha, 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 wer ist da der Gacki-Ma? Habt ihr schon mal in die Hose geschissen, in einem Alter, wo man eigentlich nicht mehr in die Hose schießt? Über das grosse Geschäft reden aber nicht alle gleich locker. Das ist nicht ganz so appetitlich. Ist das, oder? Dabei hat der Darm anscheinend einiges mehr drauf, als einfach unser Essen zu verdauen. Wenn man die Darmbakterien nimmt von einem depressiven Menschen und die in einen Ratten oder Maus implantiert, kann die auch depressiv werden. Da sieht man, irgendetwas muss an den Darmbakterien sein. Ich starte ein Ernährungstagebuch. Das ist sie, die ganze Liste. Der Darm ist scheiss wichtig. Aber was macht er wirklich für unseren Körper? Und welchen krassen Einfluss kann er sogar auf unsere Psyche haben? Ich nichts Neues für mich im Staffelei aufbauen. Das mache ich die ganze Zeit in meiner Freizeit. Heute machen wir das, was ich schon das Leben lang davon träume. Und zwar wird Gacki gezeichnet. Ich zeichne zuerst mal mein Gacki zeichnen. Mein letztes hatte Dünnschiss gestern. Ganz dünn. Er fällt so. Es ist nicht ein Haufen. Richtige Fladen. Und, wichtiges Detail. Ich habe noch so Salat gegessen gestern und scheinbar jetzt einzelne Blätter nicht so verdaut. Das ist mein Gag. Was ist dein Gag? Ist das ein realistischer Vogel von erst vor kurzem? Oder? Nein, das ist jetzt einer, wo mir heute in den Sinn gekommen ist. Ah! Was denkt ihr, wieso ist das so ein grosses Tabu noch? Aufs Witz jetzt gehen? Das machen ja alle. Das habe ich jetzt kein Tabu. Das finde ich jetzt ist das Normalste, was es gibt. Das ist nicht ganz so appetitlich. Ist das, oder? Ja. Ich verstehe es eigentlich nicht. Also ich bin so aufgewachsen, dass es immer normal war und dass man darüber reden durfte. Und ich finde, es sollte definitiv mehr Erkennung kriegen, das Thema. Ja, es stinkt ja bei allen, wenn sie aufs WC gehen. Ist das ein gesunder oder ist... Ja, so ein bisschen so nach Chili oder sowas. Nach Chili, okay. Ja. Also eher flüssig. Ja, brennend. Schon. Ja, ein bisschen rot würde ich reingeben. Ja. Ich glaube, die sind bei mir vor allem gross. Grossend? Ja. Das ist der grösste bis jetzt. Ja. So ja im Guss dann. Ein bisschen Ego, weißt du, ein bisschen Ego-Pushen. Du bist natürlich der mit dem grössten Kack. Ja, ja. Redest du mit deinen Freunden oder Freundinnen über deine Darmgesundheit? Ja. Redet ihr damals über den Stuhlgang? Ja. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo das voll normal war, dass man darüber geredet hat. Ja. Ja, ich glaube, ist jetzt nicht das Hauptthema. Aber also ich habe jetzt gar kein Problem, zum aufs WC zu gehen, wenn sie irgendwie sich am Schminken ist oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Darm so passt, aber also wir sind da relativ offen. So you talk to each other about your poo? Yes, all the time. All the time? And all the time. Uh-huh. Really? Yes. When a poo is special or what? Yeah, like big or maybe, I don't know, has a funny something, form. Something, Okay. Or you can see corn or something. Und gibt es da Unterschiede zwischen Mann und Frau? Ja, eindeutig. Also ich glaube, dass es bei Männern viel mehr akzeptiert wird, also sowohl über Stuhlgang zu sprechen, als auch generell. Mhm. Also Frauen sind da, ich glaube, die Erwartung, dass wir hygienischer sind, sozusagen, ist viel höher. Ja. Ich glaube, mit den Jungs redet man fast mehr über so Zeug. Also ja, ich kenne das auch. Ich habe schon einen Kollegen so ein Bild von Schiss geschickt. Ja. Und so. Ja, ja. Also wenn einer mal richtig gross ist. Ja. Ich war recht erstaunt, wie viele auch plötzlich ganz viel Euphorie verspürt haben, die sie dürfen den Kack da drauf zeichnen. Das habe ich wirklich sehr schön und auch sehr lustig gefunden. Ich muss sagen, ich bin recht stolz auf das Bild. Also ich habe nur ein bisschen dazu beigetragen. Aber falls du das Bild möchtest haben, kannst du das gerne in die Kommentare schreiben. Der Grund, wieso du das Kackbild verdient hast. Das ist mal die Basics, damit wir ein bisschen entspannter an die Sachen hingehen können. Da kommen jetzt die ersten Facts über unseren Darm. Der Dünndarm zerlegt unsere Nahrungsbestandteile. Also er schaut, dass der Körper all die Nährstoffe wie Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß aufnehmen kann. Und so gelangt dann Energie, Mineralstoff und Vitamin über die Dünndarmwand in unser Blut. Der Dickdarm entzieht dem Nahrungsbrei, dem Klumpen Wasser und die Bakterien entzieht dem ganzen Inhalt noch wichtige Fettsäuren. Der Darm kann bis zu 6 Meter lang sein und wenn man ihn ausleitet, dann ist er etwa so gross wie ein Tennisfeld. Und auf dieser Fläche passieren ganz viele Prozesse, die dafür sorgen, dass unser Immunsystem stark ist. Der Darm macht aber noch viel mehr. Achtung, mindblowing. Es gibt eine Connection zwischen dem Hirn und dem Darm. Ich treffe jetzt den Gregor Hassler. Er ist Psychiater, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler. Und er hat ein Buch geschrieben, das die Connection zwischen Hirn und Darm ein bisschen genauer erklärt.
Man fragt ja immer, was ist zuerst gewesen, das Huhn oder das Ei? Mhm. Wenn man jetzt bei diesem Thema fragt, was ist zuerst gewesen, der Darm oder das Hirn? Da haben wir eine ganz klare Antwort gegeben, der Darm. Ja. Oder bei ganz primitiven Tieren, Polypen oder Quallen, das sind eigentlich wie Darmstücke. Das Hirn ist halt schon die primäre Aufgabe, den Darm richtig durchs Meer durchzulenken. Ja. Und jetzt auch bei uns. Darum ist schon so, dass alle neuen Befunde zeigen, wie sehr, wie reichhaltig der Darm zum Hirn rettet. Sie sind ja eigentlich Neurowissenschaftler. Wie sind Sie darauf gekommen, mal nicht aufs Hirn zu schauen, sondern so ein bisschen weiter runter zum Darm? Ich habe lange mit Essstörungen geschafft und da hat es mich einfach erstaunt, dass wenn man da einfach schaut, dass sie wieder normal essen, wie die Psyche besser wird. Dann das muss irgendwie raufgehen. Früher sind alles Vorstellungen gewesen, so eine Psychoanalyse, da ist eben Hirn ein Problem und das schlägt sich auf den Magen aus, was ja auch so ist. Aber das andere war auf einmal ganz neu, dass eigentlich der Darm ganz viel zum Hirn rettet. Der Darm ganz viel Hormone produziert. Das Immunsystem ist vor allem 80% zum Darm. Muss dann der Vagusnerv, wenn ich mir denke, die Nerven die kontrollieren hier oben. Aber dann hat man auf einmal herausgefunden, das geht ja alles auf. Können Sie vielleicht kurz erklären, was ist der Vagusnerv? Das ist ein riesiger Nerv, der eigentlich Informationen bringt, vor allem in den Organen und auch noch irgendwie das Gesicht und so steuert. Also der ist echt der Link, warum Darm und Sozial so eng zusammen ist. Dass man fast den Leuten schon angesehen, die haben es schlecht gegessen oder so. Weil der verbindet das. Man hat ja das Gefühl, der Darm kommt erst ganz am Schluss. Wie kann ich mir das so vorstellen? Wie kommunizieren die? Der Darm fängt dich im Maul an, oder? Und wie? Jetzt, wie fängt der Maul an? Zum Beispiel, wenn ich das trinke oder zucke, dann im Maul schaut das Maul schon, was ist jetzt der, oder? Und die Information wird schon einerseits unten runtergegeben, dass ich schon weiss, wie ich dann verdauen muss, dass das vorbereitet ist. Und andererseits schon das Hirn, wow, ich habe jetzt irgendwie einen super Äpfel gefunden, bleibe mal da, gang nicht weiter, ich muss jetzt weiter mit dem Äpfel mich befassen. Wenn jetzt so, das nicht mehr so im Gleichgewicht ist, die Connection zwischen Darm und Hirn, wie äußert sich das? Eins, was man weiss, sind Darmbakterien. Also wir verstehen das jetzt, aber wenn die nicht im Gleichgewicht sind, das merkt man, wenn man die Darmbakterien nimmt von einem depressiven Menschen und die in einen Ratten oder Maus implantiert, kann die auch depressiv werden oder wird depressiv. Und da sieht man, irgendetwas muss in den Darmbakterien sein. Was das genau ist, wissen wir noch nicht. Wenn ich ganz ungesund lebe, mich nicht bewege, immer das Gleiche esse, dann irgendeinmal gibt es Verarmung, wie ein Waldsterben oder ein Artensterben. Und das wissen wir, das ist nicht gut. Also der Darm oder die Psyche hat gern, wenn es so vielfältig ist. Wie könnte die neue Erkenntnis bezüglich der Wichtigkeit des Darms jetzt auch helfen bei psychischen Erkrankungen? Bei vielen psychischen Erkrankungen, bei Essstörungen, aber auch bei Autismus und anderen haben zum Beispiel die Leute ein extrem eingeschränktes Nahrungsspektrum. Also ich habe das Gefühl, sie können nur Quark und Gummibärli essen. Und das ist natürlich ein Ansatzpunkt, dass ich das Nahrungsspektrum erweitere. Gibt es gewisse Nahrungsmittel, die wirklich gewisse Emotionen auslösen? Olivenöl ist nicht besser als Butter. Fermentierte Nahrung gibt es einzelne Studien, also Essiggurken, Kefir, Joghurt, dass die eher glücklich machen. Da gibt es Studien zu Nüssen, Baumnüssen, Cashew. So, das sind so etwa die. Also, ich würde schon sehen, Ausgewogenheit ist schon wichtig. Sie können jetzt nicht einfach Kilo Cashew essen und denken, sie werden glücklich. Ja. Bei mir hat es immer geheißen, ich habe einen Reizdarm. Also ich reagiere mega schnell, wenn ich nervös bin oder so. Und wenn es mir schlecht geht, dann spüre ich so einen Druck oder ich habe gerade Durchfall. Was bringt das? Also was bringt das im Körper, dass er so reagiert? Das ist eine gute Frage. Dort ist natürlich schon die Hirn-Darm-Connection, oder? Also Stress löst zum Beispiel Stresshormone aus. Oder es führt dazu, dass Blut abgezogen wird vom Darm, damit es in den Muskeln ist, im Hirn ist. Und dann ist natürlich der Darm wie so mangelernährt. Das ist mal ein Problem. Und das andere ist schon nervlich. Irgendwie ist der Darm wie ein Resonanzraum. Wenn die Psyche kann ja kleine Gefühle einfach im Kopf machen, wenn so die Psyche richtig ein starkes Gefühl vermitteln will, mir geht es schlecht, dann nimmt sie wieder Darm als Resonanz. Was kann ich im Alltag machen, dass ich auf meinen Darm Rücksicht nehmen kann oder dass ich meinem Darm möglichst gut tue? Der erste Schritt ist eigentlich Achtsamkeit. Dass ich mal schaue, was ist ich eigentlich? Wie funktioniert mein Darm? Und die Gegend ist schon so ein Tagebuch. Also das braucht man nicht ewig. 5 Tage, wo man schreibt, und liegt Zeit. Und was man isst, und dann kann man natürlich noch schauen, wie die Stimmung beeinflussen. Dann merkt man auch, wenn ich das Mars habe, geht es mir besser. Aber mit der Zeit merke ich schon, nach dem 7. Mars funktioniert das nicht mehr. Und so, das ist eigentlich die Selbstbeobachtung, das ist mir ganz wichtig. Ja, es hat mich schon ein bisschen psycht, wo der Gregor Hassler gesagt hat, dass der Darm eigentlich zuerst kommt, vor dem Hirn. Und dass der Darm auch mega beeinflussen kann,
zu einem Stück, wie es einem geht, psychisch. Und ich werde das jetzt einmal ausprobieren, ob ich hier aktiv etwas machen kann. Ein ganz spezieller Tag für mich, weil ich starte ein Ernährungstagebuch. Das sieht so aus. Was habe ich heute gegessen? Ein Gipfeli habe ich gegessen. Zum Mittag Avocado-Halloumi-Salat. Hinten tue ich immer noch die Stimmung, wie ich mich fühle, an den Scheiben. Ich habe mich am Morgen unsicher gefühlt. Ich weiß aber nicht, ob das am Gipfeli liegt. Und jetzt am Abend gibt es Fajitas. Beste. Bis jetzt finde ich die Ernährung recht okay. Aber das Wochenende steht vor der Tür und ich weiss, dort werde ich mich sicher unter aller Sau ernähren. So, der erste Tag ist sehr gut rausgekommen. Ich habe drei Sachen gegessen, zu recht entspannten, normalen Essenszeiten. Und morgen geht es weiter, ich nehme mich mit. Tag 2, ich hatte gerade Mittagspause. Ich habe aber leider vergessen, mein Mittag zu fütteln. Ich kann aber sagen, was es war. Avocado-Tomaten-Toast. Ich bin recht stolz auf mich. Leider nur ein Milkshake. Der hat etwas reingeschissen. Aber bis jetzt bin ich gut dabei. Dass in meinem Darm so viel abgeht, das bin ich mir gar nicht bewusst gewesen. Aber insgesamt haben wir ganz viele Mikroorganismen. Pilze, Eizeller, Bakterien, Viren, die wir hier mit uns umtragen. Insgesamt etwa 39 Billionen. Und die machen aber auch ganz viel Gutes für unseren Körper. Sie helfen uns beim Verdauen, sie produzieren Vitamine und Energie und sie verdrängen eigentlich krankmachende Keime. Also sie helfen uns, gesund zu bleiben. Die Leute auf der Straße sind recht offen und entspannt über ihren Darm und ihren Gacki können reden, sind aber auch zugegeben, dass es nicht immer gleich unverkrampft passiert. Ich habe das Gefühl, je mehr man weiss, was unser Darm alles kann, desto entspannter kann man auch darüber reden. Seit dem Gespräch mit Gregor Hasler weiss ich auch, dass unser Darm sehr stark mit unserer Psyche verbunden ist. Wie wichtig unser Darm aber für unsere körperliche Gesundheit ist, das weiss Daniel Dindo. Er ist Proktologe und dort, wo bei uns der Darm aufhört, dort beginnt die Arbeit erst an, beim Enddarm. Lindo, liebe Karlin, freue mich. Ich habe mich vorher gefragt, was ist die Mehrzahl von Anus? Das wissen Sie wahrscheinlich, oder? Jetzt kommen wahrscheinlich viele Gymnastiasten gerade einen Lachkrampf über. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht genau. Wahrscheinlich Lateinisch. Anus, Anus. Oder Ani, Ani, blöd. Ani. Ani, Ani. Leg mich fest. Bin ich die erste Person, die jetzt völlig locker und entspannt zu Ihnen hier in die Sitzung kommt? Es ist schon so, dass natürlich viele ein bisschen Angst erfüllt kommen, weil sie nicht wissen, was passiert. Mhm. Plus, sie müssen auch Sachen erzählen, die sie eigentlich gedacht haben, müssen sie nie jemandem erzählen. Was für Sachen kommen sie denn am zu Ihnen? Das sind halt Sachen so ein bisschen aus der Analregion. Entweder sind es Blutungen oder es ist irgendwie etwas, was sie schon seit Monaten stört. Das kann irgendwie ein Juckreiz sein. Irgendeine Veränderung, wo sie plötzlich Angst haben, ja, ist es doch ein Tumor. Was denken Sie, wieso gibt es dort so ein Tabu? Ein Erklärungsversuch ist, wir sind halt auch in der Kinderzeit sind wir so aufgewachsen, dass alles, was dreckig ist, ist nicht gut. Und vor allem, wenn es uns selber betrifft, dann ist es erst recht nicht gut und dann muss man das ändern. Es macht Töne, es stinkt. Das sind alles Sachen, wo die Leute irgendwie hemmen. Gibt es Unterschiede bezüglich Mann und Frau, bezüglich Scham? Man redet vom schüchternen Darm. Also die Patienten, oder die Patienten, die eben sagen, ich kann nicht an fremden Ort auf die Toilette. Sagt das, weil man sich beobachtet fühlt, weil man das Gefühl hat, der andere gehört und kommentiert. Das sind vor allem Frauen. Kann das auch gefährlich sein, die Scham? Selbstverständlich. Ich hatte letztens einen Patienten gehabt, der hat eine Veränderung gehabt und auf die Frage, ja, hat denn das an Grösse zugenommen? Ja, es hat schon zugenommen. Aber es sind Jahre gegangen. Und am Schluss ist es einfach ein ausgedehnter Analkrebs. Mhm. So Fälle gibt es immer wieder. Wie sieht man einen gesunden Darm? Wie zeigt sich der? Das ist wie beim Auto. Wenn nichts auffällt, dann ist es gut. Ich bin einer, der mega viel aufs WC muss. Also ich muss etwa so 6-mal am Tag etwa gross. Ist das gut? Wenn das schon immer so war, problemlos. Okay. Es ist jetzt, entspricht jetzt vielleicht nicht ganz der Norm. Mhm. Jemand, der nur einmal in der Woche tut, das bleibt ja alles irgendwo da innen. Ja, sie haben natürlich auch mit etwa 1,8 Meter haben sie auch genug Fassungsvermögen. Das kann also bis 70 Stunden gehen. Da gibt es aber Leute, die sagen, ja, ich habe gestern Maissalat und heute habe ich ihn gesehen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt ja verschiedene Farben, auch von Gacki. Ja. Ab welcher Farbe muss man unbedingt zu ihnen kommen? Ich glaube, immer dann, wenn es nicht normal ist. Also, die Farbe muss braun sein. Und klar gibt es Variationen im bisschen mehr und ein bisschen weniger braun. Aber es darf nicht weiß sein, es darf nicht schwarz sein und es darf nicht viel Blut drin haben. Wenn das ändert, dann muss man es abklären. Der Darm hat ja ein bisschen schlechtes Image, zu Unrecht. Wenn Sie jetzt würden sagen, was ist so das Gute, Wichtige am Darm? Wir haben einen Darm, der hochkomplex gesteuert ist. Also, das ist ja nicht einfach
der Kot, der geht ja nicht einfach der Schwerkraft entlang. Wir haben einen Enddarm mit enorm viel Sensibilität. Es sind ganz, ganz viele Nervenzellen dort. Wir haben ein Organ, das uns dicht macht, luftdicht. Trotzdem kommt jederzeit etwas raus, wenn wir das wollen. Es sind wirklich ganz viele Aspekte in diesem Darm, die faszinierend sind. Ich kann nie so offen über Scheisse oder über meinen Darm reden. Ich kann viel mehr wissen als vorher und ich kann dir wirklich empfehlen, mach es auch, es lohnt sich. Tag 3, ich mache meine Nacht, auch heute wird wieder kochen, völlig neu erfunden. Frühlingsrollen mache ich. Tag 4 von der krassen, erfolgreichen Reihe «What does Livio eat in 4 days?». Es ist jetzt fertig, ich habe noch mein letztes Mal zu mir genommen, jetzt am Abend um 10 Uhr. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Ich finde es einen würdigen Abschluss. Das ist sie, die ganze Liste. Das ist das Letzte, was ich zu mir genommen habe. Ein Tiramisu. Mein Ernährungstagebuch ist abgeschlossen. Ich bin gespannt, was der Chef dazu meint. Ich zeige es nämlich im Neurolog, im Gregor Hasler. Grüezi, Herr Hasler, grüezi mich. Sie haben ja mein Essenstagebuch, haben Sie sich reingezogen, oder? Was ist Ihnen so aufgefallen? Lasse Gratulation zum Essenstagebuch. Braucht immer ein bisschen Bewindung. So zu beobachten kann unangenehm sein. Hat sich gut angefühlt, oder? Wie ist das gegangen? Ich habe es schon noch schwierig gefunden. Ich esse mich einfach so schnell und spontan. Da bin ich unterwegs und shoppe ich etwas einfach rein. Und ich habe es auch noch schwierig gefunden, meinen Gemütszustand wahrzunehmen. Ich bin mir nicht sicher, ist das jetzt wegen dem Essen? Ist es halt generell ist es morgen? Eben, einmal habe ich auch geschrieben, verkatert. Dort ist natürlich, der Kater ist auch nicht von den Frühlingsrollen am Tag vorher gekommen. Da ist dazwischen noch viel, sehr viel Flüssiges noch passiert. Genau, das sehen wir natürlich auch an der Essenszeit. Oder? Die sind recht unregelmäßig. Ich wollte das nicht grundsätzlich kritisieren, aber einfach, wenn man jetzt gesund leben will, wenn man auch nicht zu viel essen will, ist es natürlich besser, wenn man regelmäßig isst. Dann sieht man da halt schon sehr viel Fastfood. Gipfeli, auch die Frühlingsrollen, auch Veggieburger, das sind alle extrem prozessierte Nahrungsmittel. Wo sind die ganzen Äpfel, wo sind die ganzen Brokkoli, Salat immerhin, das war ein bisschen positiv, Avocado haben wir da drauf, Tomaten, also es hat Ansätze für die Emotionen, also mal einfach super geschrieben, also eben, es fehlt ja nicht so leicht, also das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dort, wo gesund gegessen wird, geht es ihnen auch besser voraus. Also da Avocado, ein bisschen sicherer, da bei der Avocado-Tomaten-Toast entspannt und sobald dann der Kater und Nervosität kommt, rutscht es ab zu den Hotdogs und Pizzas und Tiramisus und solche Sachen. Also nicht mehr Emotional Eating. Also dass sie also immer, wenn die Stimmung unten ist, eigentlich so eine Fastfood reinknallen, damit die Stimmung aufgeht. Und eigentlich sollte man gerade das Gegenteil machen. Genau, es ist wie eine Belohnung mit Fastfood. Dort ist ein bisschen die Idee, wie können sie sich anders belohnen. Gibt es andere Möglichkeiten, ihre Stimmung zu verbessern? Sie sehen, sie kommen ganz auf andere Themen. Wir reden vor allem von Belohnungen. Wie belohnt man sich? Wie tut man die Stimmung regulieren? Wir fangen schon beim Essen an. Aber es ist eine riesige Welt, die sich auftut. Wer weiß, vielleicht werde ich es wieder machen. Ja, danke Ihnen vielmals, Herr Hasler. Sehr gern. Ja, krass. Wie fest er mich lesen konnte, nur weil ich mein Essen aufgelistet habe. Ich habe viele Sachen gelernt und ich möchte dir auch 3 Punkte mitgeben. Erstens, achte dich bewusst darauf, was du in deinen Darm reinhaust und was wiederum deinen Darm auch raushaut. Zweitens, rede genug früh und offen über deinen Darm und über das Scheissen mit deiner Freundin, deinem Freund, deiner Familie, deinen Kollegen. Egal, es haben alle Erfahrung mit dem Thema. Drittens, abonniere unseren Kanal, um nicht noch mehr so Videos zu verpassen. Bei vielen Leuten landet Fleischersatzprodukte im Darm. Ich habe eine Reportage darüber gemacht, die findest du hier.